Yo Leute, hier ist wieder euer Casino-Kontrolleur. Back am Start. Heute habe ich eine Premiere parat. Nach der nicht allzu erfolgreichen Punk-Toilet-Session habe ich mir heute Angry Dogs herangezogen. Obwohl es sich hier um ein dreistes Razorshark-Plagiat handelt, kann und muss ich Angry Dogs fast eine Chance geben. Im Vergleich zu Razorshark beherbergt Angry Dogs ein inhärentes Gamble-Feature und das muss ich förmlich austesten. Ich habe mir in meinem Fall die Euro-Version herangezogen, da sich der Maximaleinsatz im Vergleich zur Dollar-Version nur auf 400 Euro beläuft. Auch wenn man es mir zutrauen könnte, werde ich mich heute an keinen 40.000 Euro Bonus probieren. Stattdessen probiere ich mich an ein paar kleineren Bonus-Buys. Aber genug dazu, ich starte mit dem ersten 500 Euro Bonus. Drückt mir die Daumen, hoffentlich ist es ein guter. Mir stehen 20.000 Euro zur Verfügung, ich konnte ehrlicherweise ein Gamble für mich entscheiden und ich bekomme in meinem Fall 5 Scatter-Symbole, das ist garantiert nicht der Normzustand. Normalerweise bekommt man 3, in meinem Fall bekomme ich 5. Vom Prinzip her ein sehr, sehr interessanter Bonus. Ich habe hier eine 1:3 Chance auf einen guten Multiplikator. Der bestmögliche Multi wäre meines Wissens nach ein 10er-Multi, der schlechteste wäre ein 2er-Multi. Und ich bekomme in meinem Fall einen 3er-Multi. Mehr oder minder die Mitte. Die 5 Scatter-Symbole bringen mir bis auf ein paar extra Spins bzw. bis auf ein paar Drops schlichtweg nichts. Ich kriege hier, wie auch in Razorshark, 2 Wildwalzen. Sofern ich hier ein paar Verbindungen bzw. ein paar Münzen bekomme, ist logischerweise viel drin. Sonst ist das ein recht volatiler Slot. Ich kriege in meinem Fall die erste Verbindung, wobei es nicht gerade ein großer Hit ist. Ich meine, es sind 24 Euro. Und es sieht so aus, als würde ich im ersten Bonus-Buy tatsächlich keinen Katastrophenbonus bekommen, da ich mal mindestens einen Retrigger kriege. Gib mir jetzt ein paar Münzen, gib mir vorzugsweise eine 1000er Münze auf einen netten 8er Multi. Das wäre mal ganz, ganz gern gesehen. Der Multi wird passen, jetzt bräuchte ich nur noch eine Verbindung bzw. ein paar Münzen. Das könnte eine Verbindung werden, ist es tatsächlich nicht. Ich kriege zwar viele Spins, ich bekomme in meinem Fall aber Deadspin nach Deadspin, eine All-Away-Verbindung wäre stark. Und die bekomme ich tatsächlich. Auf einen 11er Multi ist es gar nicht so mies. Das sollte eigentlich für einen profitablen Bonus reichen. Ich skippe die Animation, das sind 528 Euro. Ist natürlich kein riesiger Bonus, dementsprechend werde ich in meinem Fall auch nicht exorbitant viel gewinnen. Ist im Großen und Ganzen aber wirklich ein gut gelungener Slot, obwohl es sich wie bereits erläutert um ein Plagiat handelt. Mir sei es egal, ich meine, das Spielprinzip von Razorshark ist jedem bekannt. Es ist ein sehr, sehr populäres Spielprinzip und ich sehe auch kein Problem, wenn sich GameArt hier dran bedient. Der erste Bonus ist mal mindestens ein Profitbonus. Ich erhöhe den Einsatz auf 12,50 Euro, kaufe mir einen 1250 Euro Bonus. Vielleicht bekomme ich wieder 5 Scatter-Symbole. Ich bekomme tatsächlich wieder 5 Scatter-Symbole. Die bringen mir ehrlicherweise nichts, nehme ich trotzdem ganz gern mit. Gib mir bitte ein paar Münzen, vorzugsweise einen 10er-Multi bzw. ein paar Bombenverbindungen. Ist wirklich ein super Slot, finde ich mega ansprechend, sicher einer meiner neuen Lieblingsslots. Vielleicht probiere ich mich in der Zukunft mal an einem 100.000 Dollar Bonus. Das ist ein richtig gutes Board, das ist ein richtig, 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 richtig gutes Board. Leider auf keinen Multiplikator, das ist trotzdem ein 1600 Euro Hit im ersten Spin. Ich klicke hier. Die zweite All-the-Way-Verbindung auf einen guten Multi, das ist ein richtig, richtig, richtig guter Bonus. Leider verschwendet auf einen etwas kleineren Einsatz. Jetzt Top-Symbol oder Münzen? Low-Symbol ist nicht phänomenal, trotzdem ist es eine weitere All-the-Way-Verbindung. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich ein Bombenstart. Ich kriege hier eine weitere All-the-Way-Verbindung auf einen Top-Symbol. Das sind nochmal um die 2000 Euro. Ein Bombenbonus, wirklich ein gutes Ergebnis. Schade, dass ich mir keinen größeren Bonus gekauft habe. Jetzt noch ein paar Münzen, vielleicht noch ein paar Retrigger. Das wäre phänomenal. Ich kriege in meinem Fall wahrscheinlich nichts mehr. Mit diesem Bonus kann ich aber wirklich, wirklich, wirklich gut leben. Ist der zweite profitable Bonus. Ist ein 5000 Euro Gewinn auf einen 1250 Euro Bonus. Phänomenal. Genau so soll es laufen. Genau so muss es laufen. Gib mir das bitte mal auf einen Maximalbonus. Das wäre wirklich phänomenal. Auf den Maximalbonus-Buys bekomme ich regelmäßig 3er-Multis und auf den kleineren Bonus-Buys läuft es mindestens mal ein Quäntchen besser. Ich erhöhe den Einsatz auf 25 Euro, kaufe mir einen 2500 Euro Bonus. Und je nach Tradition des Videos kaufe ich mir zu guter Letzt vielleicht einen 20.000 Euro Bonus. Einen 10.000 Euro Bonus kaufe ich mir sicher. Vielleicht kaufe ich mir einen 20.000 Euro Bonus. Selbst wenn ich eine 40.000 Euro Balance überschreiten sollte, kaufe ich mir heute keinen 40.000 Euro Bonus. Dafür ist mir der Slot ein wenig zu volatil. Gib mir jetzt einen 10er Multi.
Ich kriege einen 5er-Multi, der zweitbeste Multiplikator. Komm, drop noch ein paar Mystery-Symbols, ein paar gute Verbindungen, ein paar Münzen. Münzen wären vorher natürlich auch super gewesen. Habe ich in meinem Fall logischerweise nicht bekommen. Sind auch recht unwahrscheinlich. Trotzdem läuft es im Großen und Ganzen bisher ganz gut. Wobei dieser Bonus sehr, sehr schlecht aussieht. Es könnte ein Nuller-Multi werden. Und das wird tatsächlich kein Nuller-Multi. Ich habe die Wilds bzw. die Mystery Drops in der letzten Walze fast übersehen. Das könnte aber noch ein bisschen was werden. Vielleicht wird es ein Nuller-Multi. Selbst wenn es ein Nuller-Multi wird, ist es mir aber ehrlicherweise auch egal, da es kein riesiger Bonus ist. Natürlich ist es bis dato der größte Bonus. Ist aber nicht gerade ein Riesenbonus. Dementsprechend passt es. Gib mir einen guten Drop. Ich krieg den nächsten Drop, wobei es nur ein extra Spin ist. Okay, 4 extra Spins. Es wird wohl doch kein Nuller-Multi. Jetzt ein paar Münzen. Nee. Ich habe zwar viele Spins, es ist ein richtig, richtig, richtig guter Multi. Ich meine, ohne Verbindungen bringt mir der Multi aber auch wenig bis nichts. Da bringt mir selbst dieser Mini-Hit einen 500-Euro-Gewinn. Ich meine, auf einen 20er-Multi ist es absehbar. Das wird es wohl gewesen sein. Es kommt in meinem Fall nichts mehr. Ist der erste deutliche Minusbonus bei 510 Euro Return. Könnte aber auch noch ein Stückchen schlechter ausschauen. Ich kaufe mir einen 5000 Euro Bonus. Wenn der 2000 Euro ausschüttet, kaufe ich mir einen 20.000 Euro Bonus. Wenn der ein bisschen weniger raushaut, kaufe ich mir gegebenenfalls einen weiteren 5000 Euro Bonus oder direkt einen 10.000 Euro Bonus. Gib mir vielleicht einen Maximalgewinn, vielleicht einen guten 10er Multi, vorzugsweise direkt ein gutes Board. Ich wähle zum vierten Mal in Folge natürlich den mittleren Spot, bekomme einen 5er Multi. Der zweitbeste Multi gar nicht so mies. Gute Drops, jetzt bräuchte ich Wilds. Es sind keine Wilds, es sind Multis. Trotzdem super. Wirklich, wirklich gut, ein guter Bonus. Für eine Sekunde wusste ich gar nicht, was das ist. Das sind die angepriesenen Münzen, das ist ein richtig guter Hit. Das sind 20.000 Euro. Bombe, ich bekomme einen Extra-Spin. Das wird interessant, das wird interessant. Leute, das wird interessant. Ich dachte zwar nicht, dass das 20.000 Euro wären, ist aber wirklich ein Bomben-Hit. Gib mir bitte eine weitere Verbindung. Das Steak? Schade, ein Deadspin. Komm, eine Verbindung wäre wirklich ganz nett. Jetzt Top-Symbol irgendwie. Nee, es wird wohl nichts. Trotz vieler Wilds bekomme ich wohl keine weitere Verbindung, wobei ich mich ganz und gar nicht beschweren kann, da das wirklich ein Bombenbonus ist. Ich kriege auf einen 5000 Euro Bonus zwar nur im ersten Spin einen richtig guten Hit, trotzdem ist und bleibt es ein richtig, 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 richtig gutes Ergebnis. Ich vervierfache den Einsatz, bekomme 20.000 Euro zurückerstattet und probiere mich dementsprechend an einem 10.000 Euro Bonus. Drück mir die Daumen. Hoffentlich ist es ein guter Bonus, hoffentlich wird es interessant und hoffentlich läuft es nach Plan. Komm, lass mich nicht hängen, gib mir einen guten Bonus, gib mir einen guten Drop. Gib mir bitte den nächsten 400er Multi. Wenn ich jetzt noch einen 400er Multi bekomme, streiche ich den 20.000 Euro Bonus und gehe mal wieder mit einem Lächeln raus. Ich krieg zum dritten Mal in Folge den 5er Multi, jetzt fehlen nur noch die Mystery Drops, die ich im Vergleich zum vorhergehenden Bonus natürlich nicht direkt kriege. Es wäre auch zu viel des Guten. Ein paar Münzen können schlechter sein. Jetzt ein paar bessere Münzen wären ganz nett gewesen. So ist es kein riesiger Hit. Ist trotzdem besser als nichts. Sind mal mindestens 3600 Euro. Ist ein extra Spin. Beziehungsweise ein extra guter Spin. 7er Multi, ein 1000 Euro Hit. Ich näher mich dem Break-Even. Ist zwar noch ein weiter Weg. Ich meine, es fehlen noch um die 50%. Es könnte sich aber ausgehen, wenn ich jetzt entweder ein paar extra Angry Dogs kriege, beziehungsweise ein, zwei gute Verbindungen. Ich kriege hier wahrscheinlich einen Minusbonus bei, wobei ich mich ehrlicherweise nicht beschweren kann. Das Wild bringt mir mindestens noch einen Hit. Das sind 3000 Euro, ist jetzt kein schlechter Bonus. Ich verliere nur 30%. Den Max-Bonus kann ich mir nicht kaufen. Mir ein paar 400 Euro Spins leisten. Vielleicht kriege ich den Bonus. Ich drücke mal 10 Spins durch. Ich meine, einen 40.000 Euro Bonus kaufen werde ich mir denn nicht. Vielleicht das bin ich ihn ja irgendwie. Das wäre super. Ich kriege hier in den ersten paar Spins wenig bis nichts. Ich mache das jetzt noch 4-mal, 5-mal. Verdrücke ich eh genug in den Spins. Das ist mal ein 2.000 Euro Hit. Gib mir ein paar extra Spins.
Ich drücke das auf 32.000 Euro runter. Dann kaufe ich mir einen 17.500 Euro Bonus. Und dann gehe ich hoffentlich mal glücklich raus. Profit sollte mir eigentlich sicher sein. Dementsprechend passt es. Die letzten 3 Spins ist ein Mini-Hit. Ist effektiv nichts. Und der nächste Spin bringt mir auch nichts. Kauf mir einen 17.500 Euro Bonus. Gib mir bitte ein gutes Ergebnis, bitte einen guten Hit. Bitte einfach einen guten Drop. Ich kriege hier nur 3 Scatter-Symbole. Ist ehrlicherweise irrelevant, da mir die Scatters wenig bringen. Gib mir einen 10er-Multi. Komm, bitte einen 10er-Multiplikator. Das wäre wirklich, wirklich, wirklich gern gesehen. Ich wähle wieder das mittlere Symbol. Ich kriege einen 2er-Multi. Das ist mies. Das ist mies. Das ist schlecht. Jetzt bräuchte ich ein paar Drops. Ich sehe es irgendwie schon kommen, dass ich jetzt im Max-Bonus natürlich den schlechtesten Bonus kriege. Das wäre typisch. Ja. Wäre am Ende des Tages meine eigene Schuld, da ich natürlich auch rausgehen hätte können. Ich wollte es probieren. Ich probiere es in meinem Fall auch. Beziehungsweise habe es schon probiert. Und ich bekomme... Es ist keine All-Away-Verbindung. Für eine Sekunde dachte ich, dass es eine All-Away-Verbindung wäre. Ist es nicht. Das ist ein Katastrophenbonus. Genauso soll es nicht laufen. Trotz gutem Start gehe ich wohl wieder mit einem Minus raus. Und da ich das ehrlicherweise nicht akzeptieren kann, probiere ich mich noch einmal an einem 17.500 Euro Bonus. Der letzte Bonus ist Video. Ich kriege mal wieder 3 Scatter-Symbole. Ist ehrlicherweise, wie bereits erläutert, irrelevant. Ich bräuchte halt einfach einen guten Bonus, einfach ein paar gute Drops und einfach ein gutes Ergebnis. Ich klicke hier. Hoffentlich einen 10er-Multi. Kommt der erste 10er-Multi. Und dann ein paar Münzen. Kriege einen 3er-Multi. Könnte schlechter sein. Wenn auch nicht wirklich viel schlechter. Ich kriege hier ein Wild. Keine Verbindung. Ich sehe schon wieder schwarz. Das gibt's nicht. Den Bonus hätte ich mir sparen sollen. Da bin ich mir jetzt schon recht sicher. Wenn es ein 0er-Multi wird, beziehungsweise nur ein 10er-Multi, dann wäre das echt, echt, echt gemein. Ja, super. Von 40.000 Euro auf 0. Ich drücke die letzten 3 Spins durch. Einen Bonus kriege ich wohl nicht mehr. Den letzten Bonus hätte ich mir sparen sollen. Fand ich vom Prinzip her doch ganz interessant. Ist wirklich ein netter Slot. Ist wirklich schade, dass sich die letzten beiden Boni nicht gerade auszeichnen konnten. Ich hatte 20.000 Euro. Ich gehe mal wieder mit 0 bzw. mehr oder minder 0 Euro raus. Ungeachtet von meinem Verlust werde ich euch morgen wieder mit einem Gewinnspiel beschenken. Ich probiere mich mal an einem etwas kleineren Gewinnspiel. Lasst euch überraschen. Cheers.